Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Essence DIY Adventskalender, den man für 19,95 kaufen kann. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Naja, also im Prinzip steht es hier draußen ja schon dran irgendwo, ne? Da. Ja, also so spektakulär ist es dann quasi eigentlich nicht. Aber ich möchte einfach mal mit euch zusammen reinschauen, was für Produkte drin sind und ob es Sinn macht, sich den Adventskalender zu holen. Und ja, wir schauen einfach mal. Hier hast du tatsächlich einen Einblick in das Essenssortiment, sage ich jetzt einfach mal. Du hast hier nicht Adventskalender-spezifische Produkte drin, wie das bei dem anderen Essens-Adventskalender der Fall wäre. Dafür hast du hier aber, ich glaube, ein etwas höheres Preis-Leistungs-Verhältnis, um das mal so zu sagen. Letztes Jahr kam Catrice ja auch schon damit um die Ecke und dieses Jahr auch wieder. Und Essens hat nachgezogen. Es ist eine Familie, Cosnova lässt grüßen. Man kann es hier öffnen und hat dann hier tatsächlich die Sticker drin, die man dann verwenden kann, um den Adventskalender zu basteln. Dann sind hier auch so Tütchen drin. Ob du das jetzt für einen Essens-Adventskalender nimmst oder individuell irgendwie gestaltest, ist dir selber überlassen. Finde ich aber ganz cool. Das ist halt einmal mit Ho 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 und dann Mistletoe Kisses, ne? Steht da drauf, es sind zwei verschiedene Tütenarten. Ne, es sind vier verschiedene Tütenarten. Cool. Ja, nett. Ist sehr, sehr cool. Und ja, hier haben wir den Blick in die Box. Nein, wir haben hier den Blick in den DIY-Adventskalender. Okay, wir haben hier ziemlich viele Nagelprodukte drin, das sehe ich schon auf einen Blick. Und zwar einmal Glitter On, Glitter Off, Peel Off Nail Polish. Das ist die Farbe 03 Party Queen. Ich glaube, die haben die auch aus dem Sortiment rausgenommen. Lief, glaube ich, auch nicht so. Das gleiche hast du hier auch nochmal in Silber. Put a ring on it. Ist hier die Farbbezeichnung. Es ist natürlich nett, dass man sich dann den Nagellack drauf machen kann und dann einfach abziehen kann. Und den Glitzer-Nagellack abzuschminken ist ziemlich uncool. Aber ich weiß nicht. Bei mir wird es tatsächlich dann auch im Laufe des Tages sowieso sich von alleine ablösen, ne? Weil wenn das so ein Peel-Off-Ding ist, oder ich würde es wahrscheinlich von alleine machen, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier Glow in the Dark Top Coat. Das finde ich cool. Moonlight Glow. Das finde ich richtig geil. 36 Girl on the Moon ist die Farbbezeichnung. Das heißt, du machst dir das wohl über den Nagellack drüber. Und dann, sobald das Licht aus ist, leuchten deine Nägel. Das finde ich cool. Das ist nett. Ja, also es sind spezielle Nagelprodukte, aber halt jetzt nicht so, ne? Ich weiß nicht. So alltagstauglich, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir hier drin Fake Lashes, Lash On, Lash Off. Ich glaube, die wurden auch aus dem Sortiment rausgenommen. Volumizing Magnetic Accent Lashes. Ich denke, auch von diesem Adventskalender hat es doch bestimmt auch unterschiedliche Versionen gegeben, oder? Weiß ich nicht. Das ist eigentlich ganz praktisch. Eine Freundin von mir verwendet sowas auch ganz gerne. Die eine Lage legst du dir oben auf die Wimpern drauf und die andere klippst du dann einfach magnetisch darunter. Sie findet die Dinger richtig geil. Ich komme damit nicht klar. Bei mir, die Magnete sind mir einfach zu schwer, das, was da so dran ist. Aber es ist ganz nice. Wir haben noch ein weiteres Produkt für die Wimpern und zwar Instant Volume Boost Mascara Ready in 10 Seconds. Das ist natürlich nett. Smudge Proof and Intense Black. Also das soll dann entsprechend auch richtig safe sein, dass es nicht abstempelt oder so. Das ist wirklich eigentlich ganz nett. Doch. Ne? Und wenn das ein Volumen gibt, ist ganz schön. Hat ein Kunsthaarbürstchen und Mascara. Für einen extremen Volumen-Boost-Effekt, innovative Faserbürste für schnelles Volumen innerhalb von Sekunden. Ja, das ist nett, ne? So, dann haben wir auch noch ein paar, war es das schon mit den Nagelprodukten? Das finde ich interessant. Okay, wir hätten hier noch eine Nagelfeile, die Saphirfeile, die für sowas verwende ich gerne zum Adventskalender öffnen, da bin ich ehrlich, ne? Ja, ansonsten mag ich solche Metallnagelfeilen nicht unbedingt auf meinen Nägeln. Hier haben wir nochmal so Nagelsticker, die hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch mit in dem Essens-Adventskalender. Bracelet Nail Stickers. Also wie gesagt, die habe ich noch da, aber die habe ich noch kein einziges Mal verwendet. Also ja, sind auch jetzt nicht so unbedingt meine Form. Also ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich da mal irgendwann Bock drauf, aber an und für sich mag ich diese grafischen Designs auf den Nägeln nicht so gerne. Da mag ich gerne so klassische Nagelsticker. Ein Fixing Spray. Oder? Nein, ein Primer Spray. Das ist cool. Prime Plus Studio HD Hydra Primer Spray mit Kokosnusswasser. Das soll Feuchtigkeit spenden und Energie geben. 50 ml sind hier drin. Aber ich habe das noch nie irgendwo in der Essenstheke gesehen.
Möglich, dass es auch schon ausgelistet worden ist. Okay, dann haben wir hier einen Sunlighter. Das ist wahrscheinlich ein Bronzer-Topper. Essence Pure Nude Be My Sunlight ist hier die Farbbezeichnung. Ist ganz nice, aber eher was für den Sommer. Ne? Ist jetzt nicht so ein klassisches Winterprodukt, hätte ich gesagt. Dann haben wir hier einen Blush. Und ich glaube, genau den hatten wir letztes Jahr im Essence Adventskalender drin. Matte Touch Blush, denn da sind so Sternchen drauf. Peach Me Up ist die Farbbezeichnung. Also man kriegt hier schon ein Fullface raus, ne? So einigermaßen. Foundation fehlt zwar, Concealer fehlt zwar, aber das sind halt so farbspezifische Geschichten. Aber du hast ja so ein Blush, Bronzer Topper, okay. Ja, doch, das kann was werden. Style Your Wing Cut Out Eyeliner Tool. Okay, hiermit kannst du dir den perfekten Eyeliner machen. Das ist nett. Ja. Aber ich komme mit sowas nicht wirklich klar. Ich muss sowas tatsächlich eher mit der Hand machen. Sonst, das funktioniert bei mir nicht. Und selbst da funktioniert nicht immer der Wing, aber dann ist es halt so, ne? Ja, aber so als Tool für Anfänger ist es vielleicht eine ganz coole Geschichte. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil hier ist eigentlich eher so eine Probe drin. Das ist eine Lippenmaske. My Beauty Lip Ritual Step 2 Mask with Shea Butter. Ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit habe ich tatsächlich auch dieses Produkt mal ausgetestet, auch mit euch vor der Kamera. Da hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Vorher hatte ich hier so ein Lippenpeeling gemacht, dann habe ich mir die Maske drauf gemacht. Ne? Ist schon ganz hilfreich, macht auch für den Moment schöne Lippen. So ein Sachet, das reicht halt auch für ein paar Mal öfter. Aber ich muss sagen, ja, kannst du genauso gut einfach Lippenpflege auftragen. Ne? Aber das sei jedem selber überlassen. Dann haben wir hier auch einen Pinsel mit drin. Das finde ich wiederum sehr toll. Short Blender Brush ist das. Das ist halt auch aus dem Standardsortiment. Ne? Ein ganz normaler Blendepinsel, den finde ich ganz klasse. Das gefällt mir. Und ja, achso, guck mal, hier haben wir auch das Peeling mit drin. Ne, den Primer ist das, okay. Ah, dann machst du dir quasi das Peeling, dann die Maske und dann nochmal einen Lippenprimer, damit der Liquid Lipstick wahrscheinlich schöner aussieht. Mit Shea Butter und Lichtschutzfaktor 15 ist das. Ja, ne? Wäre mir persönlich zu viel Aufwand tatsächlich, für jedes Mal unter irgendwelche Lippenstifte zu machen. Aber jeder Jack ist anders. Und hier haben wir auch das Lippenpeeling mit drin. Also wir haben Step 1, 2 und 3 hier mit bei. Das ist eigentlich ganz nice, aber so teuer ist es jetzt auch eigentlich nicht. Genau, und das ist halt so ein kleines Peeling. Jo, ist ganz nice. So, dann haben wir hier auch noch einen Eyeliner mit drin. Den Superlast Eyeliner in matt schwarz. Das ist dieser hier. Das ist halt so ein Dip-Eyeliner. Ich weiß, dass viele auf diese Dip-Eyeliner auch echt schwören. Ich komme damit leider nicht so wirklich klar, aber das ist mein persönliches Problem. Ich bin eher so ein Fan von diesen Schwämmchen-Applikator-Eyeliner-Gedönsern. Und ja, aber wie gesagt, das ist mein ganz persönliches Problem. An und für sich ist es ganz cool, dass hier ein Eyeliner mit bei ist, weil es ist halt abwechslungsreich. Dann haben wir hier doch noch was für die Nägel, und zwar diese Rosenholzstäbchen. Die verwende ich auch immer wieder gerne. Einfach, ja, zum einen, wenn ich verzweifelt versuche, mir meine Nagelhaut zurückzuschieben mit dieser abgeschrägten Seite. Aber ich muss gestehen, es ist ungefähr das schlimmste Gefühl, was ich haben kann. Oh, also nein, es ist nicht das schlimmste Gefühl, was ich haben kann, aber es ist schon ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, sich die Nagelhaut hochzuschieben, finde ich. Ja, ich verwende dann auch gerne einfach mal diese spitze Seite, wenn mir hier mal wieder was in meine Nagelseiten da reingeflossen ist, an Nagellack oder so. Deswegen, für mich ist es ein ganz gutes Produkt. Das ist so ein Basic-Produkt, was man immer gut verwenden kann. Hier haben wir jetzt auch noch das Highlight von dem Ganzen. Und das ist auch das Produkt, was ich gerne in diesem Video verlosen möchte. Alle Bedingungen dazu stehen unten in der Infobox. Und zwar ist das die Follow Your Heart Lidschattenpalette. Das ist diese hier. Die habe ich tatsächlich schon da. Und deswegen möchte ich die gerne in diesem Video verlosen. Und ja. Das sind 9 wunderschöne Farben. Also die sind echt wunderbar. Ich finde die klasse. Die zaubert dir einfach einen schnellen und einfachen Look. Also so einen Look, wie ich jetzt habe, kannst du damit easy peasy schminken. Das ist gut pigmentiert, aber nicht zu heftig pigmentiert, sodass man das auch schön ausblenden kann. Also ich mag die. Deswegen, die wird in diesem Video verlost. Ich habe sie ja schon da. So, dann haben wir hier noch eine Gesichtsmaske. Die habe ich auch schon mal verwendet. Die ist okay, ne? Time to Wake Up Face Sheet Mask. Ja. Lässt du 15 Minuten drauf, das ist eine Tuchmaske, mag ich gerne. Die gibt Feuchtigkeit, also ne, sowas Gedünstendes, also solche Masken an sich mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Das ist ein Füllprodukt, aber ich finde es okay, ne? Also das ist, hier hast du halt nicht so viele Füllprodukte, wie du es zum Beispiel in dem großen Essence Adventskalender hast. So, dann haben wir hier noch 4, 5 Lippenprodukte. Einmal ist das Plumping Nude Lip Gloss, ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Die Farbe gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist die Farbe Bold Love. Das ist so ein etwas dunklerer Ton. Das ist eher mauvig tatsächlich.
Ja, so leicht gräulich ist es ja auch quasi mit drin, ne? Aber ich mag das richtig, richtig gerne. Und der soll dann halt auch noch so ein bisschen deine Lippen aufplumpen, dadurch, dass da wahrscheinlich Minze oder so ein Kram drin ist. Das ist ein Produkt, das mag ich gar nicht. Matt, 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 Long-Lasting Lip Gloss. Farbe ist Beauty Approved. Ja, ich mag ja nicht so gerne matte Liquid Lipsticks, ne? Aber das ist halt auch wieder so eine persönliche Geschichte von mir. Den kann man halt super verwenden, nachdem man halt das Peeling gemacht hat, die Maske gemacht hat und den Primer verwendet hat. Das ist dann ganz nett. Hier darf natürlich auch ein klassisch roter Lippenstift nicht fehlen. Das ist die Farbe. Ist das, nee, Flaming Red, genau. Aber auch diese Lippenstifte sind tatsächlich schon ausgelistet worden. Das ist eher so ein schierer Lippenstift. Das heißt, der ist nicht so tief färbend wie jetzt zum Beispiel der, den ich jetzt so drauf habe, sondern der gibt dir nur einen Hauch Farbe. Das ist sehr, sehr angenehm, dass es halt nicht so intensiv ist und wahrscheinlich dann auch tragbarer im Alltag. Aber ja, ne? Das ist halt ein klassischer roter Lippenstift und das gehört halt auch irgendwo in einen Adventskalender. Wenn man das Ganze toppen möchte, kann man hier den Crystal Wet Look Lip Gloss nehmen. Das ist dieser hier. Bright Diamond ist die Farbbezeichnung. Ja, ne, den macht man sich so ein bisschen drüber und dann hat man so einen Glitzerschimmer mit drauf. So was mag ich auch richtig, richtig gerne. Das ist eine ganz gute Geschichte. Man sollte halt nur aufpassen, dass wenn man das als Topper verwendet, dass man sich entweder den Schwämmchenapplikator so am Handrücken abwischt und das dann so mit den Fingern auftupft oder dass man das Schwämmchen nachher sauber macht, weil gerade wenn du das über rote Lippenstifte machst, färbt sich irgendwann das ganze Produkt sehr, sehr unschön ein, ne? Also das ist eigentlich nur so ein kleiner Tipp am Rande von mir. Und dann haben wir noch einen Lip Liner. Der dürfte zu dem Plumping und zu dem Matt auch eigentlich wohl passen. Also zu denen könnte das wohl passen farblich, ne? Das ist ein Draw the Line Instant Color Lip Liner mit Anspitzer. So Ungrateful ist hier die Farbbezeichnung. Und ja, das finde ich ganz nett. Ich mag Lip Liner richtig gerne und das ist auch ein schöner Ton, den man halt auch zu vielen anderen Sachen kombinieren kann. So, das wäre jetzt tatsächlich der Essence DIY Adventskalender. Hat er mir gefallen? Naja, also für 19,95 ist es okay. Du wirst ja auch eine ordentliche Preis-Leistungs-Verhältnis-Geschichte rauskriegen. Schade finde ich eigentlich bei diesen DIY-Adventskalendern, sowohl bei Essence als auch bei Catrice, die packen dir da halt echt diese ganzen ausgelisteten Produkte rein, ne? Das ist schade. Natürlich hast du dann einen schönen Wert, aber eigentlich ist er das ja gar nicht wert, weil die Produkte ja für ein paar Cent schon im Abverkauf waren. Ich habe euch jetzt eingeblendet die Preise, die ich so bei zum Beispiel Cosmetic for Less gefunden habe, weil die noch Ewigkeiten lange das alte Standardsortiment so mit drin haben, noch bei sich im Sortiment. Ich persönlich, so für mich, würde mich nicht drüber freuen, wenn ich den so geschenkt bekommen würde. Bin ich ehrlich, weil mir das einfach, weiß ich nicht, zu öde wäre. Muss ich ehrlich sagen, abgesehen jetzt von der Lidschattenpalette, die würde ich voll feiern. So das ein oder andere Lippenprodukt, vielleicht auch der ein oder andere Nagelgeschichtengedönsen. Also das hier zum Beispiel ist voll mein Ding, das würde ich auch safe behalten und mal ausprobieren. Ja, aber ansonsten, ne? Also du hast hier definitiv weniger Füllprodukte drin als in dem großen Essence Adventskalender. Hier muss man halt wirklich schauen, was möchte man lieber haben. Möchte man so diese weihnachtsspezifischen Ho-Ho-Ho Limited Edition Produkte drin haben? Oder sagt man, komm, egal, mir ist es einfach nur wichtig, dass ich gute Produkte drin habe, die gegebenenfalls auch schon ausgelistet worden sind, ne? Und dafür halt einen günstigeren Preis bezahlt, dann bekommst du den Essence DIY halt für 19,95 deutlich günstiger, also 5 Euro günstiger, aber immerhin. Und hier hast du auf jeden Fall auch mehr Schminke mit drin. Das darf man auch nicht vergessen. So, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Adventskalender-Unboxing von dem Essence DIY-Adventskalender. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare eure Meinung und ob ihr vielleicht mit dem übereinstimmt, wie ich das sehe, ob ihr eine andere Ansicht habt. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!